habe auch die Aufnahme, also den Stream, dann nenne ich gerade Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Was sogar dreifach deutlich ist, wenn man überlegt, dass es um Wald und Bäume geht. Ihr sitzt ja auch in der hintersten Ecke, ne? Vor mir ist Kev, sehe ich gerade. Ja, keine Ahnung. Hat nur der Host das Kind neben sich sitzen, oder was? Ich sehe auch die Szene mit der Pizza gerade, aber wie gesagt. Kann sein, ja. Ja, moin. So. Wenn ich den Markus da noch vorbeikriechen sehen hab. Das war ja noch gruseliger. Wer ist das? Kev und Baby steigen gerade aus sich gegenseitig aus. Ja, also Kev saß gerade in Baby drin und steht auf. Auch nicht schlecht. So, ja, und mit diesen, größter Wunsch mit diesen, erfüllt. Mit diesen herrlichen, absurden Bildern, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von uns, dem Aufnahmeteam. Ja. So, ja. Wie ihr ja mitbekommen habt, auf meinem Kanal mit dem Video, Crazy Five YouTube ist beendet, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie das bei dem Rest aussieht, ob die dann noch als Crazy Five YouTube da noch weitermachen. Mal schauen. Und ja, also wie gesagt, für mich ist das Kapitel Crazy Five YouTube zu Ende. Aber ich wollte trotzdem noch zumindest jetzt mit Kev und mit Yvonne noch was machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, zum einen, dass wir hier mal wieder zu dem Spiel zurückkehren, mit dem alles, aber absolut alles angefangen hat, nämlich The Forest. Ja, wir wissen, das Spiel ist praktisch schon Asbach uralt und es kommt bald der neue Teil, auf den wir ja auch schon hier als Gruppe sehnsüchtig warten, damit wir endlich wieder weitermachen können. Und gleichzeitig wollten wir auch nochmal eine kleine Aussprache darüber führen, wie wir denn jetzt weiter vorgehen. Das werden wir auch gleich tun und jetzt fangen wir aber hier erstmal nochmal an kurz und ja, dabei kann er dann gleich schon mal erstmal... Toll, ich bin zu fett, ich kann nicht kacken gehen. Das ist scheiße. Das ist ein schlechter Kreislauf. Du kannst nicht kacken, also bist du zu fett. Und weil du nicht kacken kannst, wirst du immer fetter und deswegen kannst du das direkt nicht mehr kacken gehen. Ich komm, sagen wir mal so, ich passe dir nicht durch die Tür durch. So, kann ich auch mal kurz da nach hinten mir das Tablett holen, damit ich was tragen kann? Vergiss die Liste nicht, ne, mit den Passagieren, die da unten hängt. Warte mal, stimmt die Liste. Moment. Ich will das Ding wegpacken, ich will das nicht mehr haben. Leg das scheiß Ding weg. So. Ja, natürlich begrüße ich auch erstmal die Zuschauer auch auf meinem Kanal, wie Markus das schon erklärt hat, dass wir erstmal mit unserer GTA-Runde ein wenig pausieren, ob wir weitermachen, muss ich klären, wie es aussieht, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, ja, Markus hat schon gesagt, für ihn ist das Thema durch, was ich ein bisschen sehr schade finde, nach etwas über 400 und ein paar zerquetschten Folgen GTA. Was natürlich dann immer noch, also die ganzen Folgen, die kommen noch, wenn diese Videos hier rauskommen, also sagen wir mal so. Aber, ja, ihr habt ja eigentlich schon in den letzten Aufnahmen so ein bisschen mitbekommen, dass da extrem schlechte Stimmung untereinander war. Und das ist letzte Woche ein bisschen sehr eskaliert, dass wir gesagt haben, wir splitten erstmal die Gruppe. Und machen quasi erstmal zu dritt hier weiter mit dem, was wo halt alles begonnen hat. Und, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Irgendwann in der Zukunft, in der nächsten Zeit. Ja, das dafür sind wir jetzt da, dass wir das jetzt klären. Genau so ist es. Wie es jetzt genau weitergeht. Ja. Und ja, ich wollte dann eigentlich auch mal, gerade wenn wir in die Koffer zerdeppern, mal bitten, dass erstmal Kev anfängt und erstmal seine Vorschläge und seine Seite darlegt. Und dann würde ich Baby bitten und dann würde ich zum Schluss praktisch meine... Nee, Vorschläge. Du hast das ganze Ding in die Dingsbuch und fang du bitte an. Ja, und das da. Ich möchte aber auch gerne bitte euer hören. Ist schon wichtig. Ja, inwiefern soll ich, was soll ich jetzt genau sagen? Das ist halt das Problem. Ich bin nämlich gerade ein bisschen planlos, was ich jetzt genau sagen soll. Also wie es jetzt weitergeht, erstmal wird es mit The Forest weitergehen wahrscheinlich und
Ich würde gerne weiter mit der anderen, mit der Gruppe komplett machen, so wie wir das gemacht haben mit der Gruppe, mit den 6 Leuten, auch mit Sven, mit Enrico und halt, ja, je nachdem, wie es aussieht, mit Max. Aber wie gesagt, das liegt in erster Linie nicht nur an mir, das liegt auch an den anderen beiden, ob die da überhaupt nochmal Interesse haben, zu sagen, wir nehmen das ganze Ding nochmal auf, versuchen uns da nochmal auszusprechen und das auszuquatschen und versuchen das irgendwie mal, diese internen Sachen, die da so vorgefallen sind, ja, aus der Welt zu schaffen. Wollen wir gleich hier in der Nähe irgendwo bleiben oder wollen wir woanders hingehen? Weil hier ist ja auch ein gleiches Dorf. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal ganz kurz noch schnell meine Brötchen aus dem Ofen holen. Dann komme ich sofort weiter. Also bei mir ist gerade mal Standbild. Ja, Markus, sein Kanal ist natürlich verlinkt. Also ich denke mal hier eher gerade nicht, weil hier ist auch gerade ein Dorf, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, nicht eine gute Idee, wenn wir direkt hier bauen. Aber ich nehme mal hier noch so viel Kram mit, wie sie hier gerade hier von dem Zeug, was sie aufgebaut haben. Jetzt ein paar Schäde, falls ihr Schäde haben wollt. Viele Lampen. Ich habe schon wieder zu viele Schäde. Jetzt ist vielleicht hier sogar gleich ein Topf irgendwo. Oh, in der Nähe, Benzin! Da. Benzin! Dann nimm's gleich mit. Hier ist auf jeden Fall schon mal Seil, das ist gut. Seil. Okay, das ist einfach nur ein Stuhl. Oh, den kann man sogar zerkloppen. Auch nicht schlecht. Oh, eine Dose. Ich habe auch Treibstoffkanister eingesammelt. Eine Dose? Ich dachte gerade irgendwo, wenn wir vom Boden rum. Schade, ich dachte, wir finden gleich schon mal einen Top oder sowas. Das wäre gut gewesen. Ich kenne auf jeden Fall eine Ecke, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Da ist relativ ruhig eigentlich immer. Und welche? So, jetzt. Die ist auch in der Nähe vom Meer. Da gibt's einen Teich das auch. Das wäre ja auch eigentlich mein Wunsch. Ich würde am liebsten irgendwo an die Küste gehen. So. Da würde ich mal sagen, such mir doch einfach den Platz, oder? Ja gut, beim letzten Mal waren wir ja an dem großen See. Genau, an diesem, an dem mit, keine, wo die Höhle drunter ist. Ich kann keine Pillen mehr nehmen. Ja, du bist ja auch schon bekloppt genug, du brauchst keine mehr. Ja. Habe ich überhaupt alle Koffer erwischt jetzt oder haben wir irgendwas jetzt noch vergessen, was ich jetzt unbedingt noch mitnehmen muss? Ich habe auf jeden Fall für uns schon ein Stück Fleisch. Ah, hier ist noch einer. Auf, du scheiß Koffer! Aua! Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der Friendly Fire drin ist, mal abgesehen. Nee, ich hab aus. Okay, dann dürfen wir uns ja. Geil, da kann man sich ja wieder mit Echsen trotzdem. Ich hab hier auch schon den ersten Bekloppten hier im Blickfeld hier. So. Ich hab jetzt die ganze Hecke kaputt gehauen. So ein Stecher. Wo bist du überhaupt hingegangen? Hilfe! Hier bei der Holz. Ach, da hinten. Ich hab noch seinen Namen gesehen. Wo ist er jetzt hin? Ach, da. Hält man nochmal. Linkes Stick reindrücken. Ja, ich glaube, nicht reagiert deswegen. Ich würde am liebsten Richtung Küste gehen wollen. Ich würde auf jeden Fall mal einen anderen Punkt nehmen, als wir letztes Mal gemacht haben. Achso, nur, dass ihr schon mal Bescheid weißt, wie das ganze Ding hier weitergehen soll. Unsere Planung ist tatsächlich, das erstmal weiterzuziehen. Und ja, wir haben ja das Ende gespielt, wo man Timmy retten kann. Wir wollen hier am Ende, wann auch immer, gucken, dass wir mal das andere Ende spielen, dass wir Timmy opfern. Wie das Ganze dann weitergeht. Genau, um dieses Artefakt, was man da wohl dann kriegt, zu bekommen. Genau so ist es. Einfach mal auch das andere Ende zu sagen. Ich bin ja auch da bin ich gespannt. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Ich kenne nur, wie gesagt, mit euch natürlich das eine. Ich habe vorhin mich mit Yvonne drüber unterhalten, dass, also in Erinnerung geschwelgt, so die Explosion, wo dann die Maske noch im Gesicht zu sehen war, oder ich habe mir letztens das Video nochmal bei dir nochmal angeguckt, mit dem Endkampf, was schon zu Ende, Mensch, das war aber jetzt ein bisschen... Ja, das war überraschend, ein bisschen, also muss ich sagen, für 4 Mann war es sehr kurz, ja, also... Es war tatsächlich, alleine wahrscheinlich schon, ja, aber ich denke mal mit 4 Mann... Aber mit 4 Mann war das echt ein bisschen enttäuschend. Das ging ich direkt fix. Ja gut, die Frage ist, kriegen wir tatsächlich die Sabrina wieder dazu? Das wäre auch meine Frage, ob die mal wieder Bock hätte. Deswegen habe ich ja, lass doch erstmal bitte du, dann genau. Yvonne und dann ich. Deswegen habe ich das ja so, ich will ja dann auch noch was sagen. Ja, dann bin ich, also wie gesagt, ich hoffe, dass irgendwie sich die Gruppe nochmal aufrafft und vielleicht nochmal irgendwie weitermacht.
sei es in GTA, sei es mit anderen Projekten und alles drum und dran. Und ich denke mal auch, dass die eine Aussage von dem User oder beziehungsweise von dem Typen da, der gesagt hat, wir können nur gegen NPCs, ja, vielleicht ist da gar nicht mehr so viel wenig dran an der Sache. Vielleicht können wir auch nur echt gemeinsam zusammen statt gegeneinander. Ich hatte gerade schon wieder eine Echse gesehen, aber ich brauche nicht auf Futter. Die habe ich auch gesehen gerade, die Echse. Die ist eigentlich mehr oder weniger nach links weggegangen. Ich bin ja hinter dir direkt. Ich laufe übrigens im normalen Tempo aus dem folgenden Grund, falls ihr euch noch erinnern könnt. Wenn man zu viel sprintet, verbraucht das auch zu viel Durst und zu viel Hunger und dann muss man ständig wieder neues essen. Ja, vor allem so, gerade wenn man noch nicht die Statistik noch nicht so aufgebaut hat. Ich glaube, die steigern sich ja, glaube ich, später noch, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir damals, wo wir angefangen haben, mal am Strand angefangen haben. Das kann ich mich erinnern, diese kleinen Mini-Hütte. Also hier wird's. Wir sind in der richtigen Richtung. Da ist der Baum. Genau ungefähr in die Ecke hier wollte ich auch gerne. Da ist dieser magische Baum auf dem Spitzdings da, wo auch die Yacht hier ist. Hier wollte ich eigentlich, in die Richtung wollte ich eigentlich ganz gerne. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden. Ja, wenn ich mich recht erinnere, wenn man jetzt sich links hält, kommt man zu dieser großen Fläche. Na, hier ist die Yacht hier links. Wenn du hier links vorbeigehst, dann... Hier patrouillieren aber ziemlich oft die... Da unten ist das Boot. Baumfeld. Da kommt er hin. Achtung. Wo man zum Beispiel, glaube ich, ganz gut bauen könnte, weil da auch die nicht hinkommen, wäre da hinten. Links neben der Küste. Seht ihr das, die Fläche da? Da könnte man eigentlich ein Häuschen hinsetzen. Da kommen die hin. Ja? Das kannst du mir glauben. Okay. Ich wollte eigentlich gerne an die Küste, weil man da schnell ins Wasser verschwinden kann, weil wir wissen ja, ins Wasser kommen sie ja nicht, ne? Ja, zumindest ein gewisses Stück kommen sie nicht rein, ja, aber nicht. Ja. Wo wir gerade mal eine Schildkröte haben, gehe ich gleich mal hin und hol mir die mal hier wegen Wasserdings. Genau, das wäre gut, ja. So. Hey, liegen noch Koffer. Tabletten ist umgekriegt, ey. Darmunterwäsche, jawohl. So. Aua. Warum willst du dich... Jetzt. Genau, hier unten ist noch Klebeband. Kann man auch mal gebrauchen, falls irgendwelche Leute hier ein bisschen vorlaut werden. So. Nee, weil aus dem würde ich gerne hierher wollen, aus dem einfachen Grund A... Die Koffer hier, die kommen immer wieder, wenn wir wieder ins Spiel reinjoinen, das wisst ihr ja noch, ne? Die Koffer sind ja dann immer respawned. Okay. Und genauso auch die Yacht. Das Zeug auf der Yacht tut sich auch immer wieder auffüllen, wenn man praktisch das Spiel wieder startet. Ja gut, da sind ja so ein paar Sachen drin, die wir mitnehmen wollen auf der Yacht. Ich hab gesagt. Na, da sind immer Snack-Dinger, Snackriegel drauf, Dosen, Soda-Dosen und Seil ist auch mal zu finden dort. Hier ist ein Bild, falls ihr das haben wollt. Und Kev hat einen Blutfleck auf seinem Kleid. Okay. Ja, Entschuldigung. Es ist die heilige Zeit einmal im Monat. So. Und ich dachte, das wäre immer nur Svens Aufgabe gewesen. Das so. Stimmt. Manchmal auch das, ja. Wir suchen ja noch eine Stelle hier, es wird nämlich langsam dunkel, wir sollten mal gucken, entweder gehen wir erstmal auf die Yacht, da sind wir nämlich auch ganz sicher eigentlich. Baby, wo hattest du das Bild gefunden? Bei dem Kreuz da vorne. Das ist ein Kreuz. Das ist ein tolles Grab. Na, und auf der anderen Seite ist ja noch das kleine Zeltlager. Da hinten. Hier. Ach, da unten, ja. Oh, das war eine Kassette, ne? Ja. Diese Videokassetten, die man später dann noch abspielen kann. Ah. Das Bild habe ich hier gefunden, sehr gut. Die Yacht. Wo habe ich das Bein her? Ein Hai. Bein hoch. Gibt das schon Fleisch hier? Du meinst ja. Der Bein breit. Nee, ja, Kopf. Ich habe mir mal einen Kopf gemacht, Leute, guck mal. Na, geil. Warum machst du dir eigentlich immer so einen Kopf, ja? Lums. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Yacht, wenn es jetzt Nacht wird, weil da sind wir eigentlich ganz safe drauf. Da ist nämlich auch ein Bett drauf, da könnte man auch drauf pennen. Ja, da war ein Bett drauf.
Wo ich mir einfach den Panzer so mit. Ja. Das ist noch eine Schildkröte, falls ihr jemanden einen Panzer braucht. Oh Gott, eine Schildkröte hier. Nimm sie doch gleich mit, wenn du jetzt, wenn du sie siehst, dann hauen sie doch gleich. Bitte kein Hai, bitte kein Hai. Summer Edition Yacht. Okay. So. Hier, ja, warum bin ich da nicht? Hallo? Was? Warum geht mein Charakter nicht auf die Yacht? Was? Du musst Dreieck drücken, draufspringen. Achso. Ja, ich hab's geschafft. Dann gibt's doch eine Zeitung. Jede Menge Kram hier zum Aufheben. Ein Foto von Virginia oder wie wir sie liebevoll damals genannt haben, Muschi Klaus, ne? Nee, Muschi Klaus war der. Doch, das war Muschi Klaus. Was Muschi Klaus? Also den beiden ja, da. Ja, die Spinnenlady. Aber im Wikipedia heißt es, glaube ich, Virginia oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ach, bei mir haben die traditionalen Namen bekommen. So, was haben wir hier noch zu sehen? Noch ein Foto, was aber überhaupt nicht zu erkennen ist. Ja, weil es jetzt dunkel wird. Ja, ja. Das ist, glaube ich, die Virginia da gewesen. Dann warten wir noch kurz, dann kann man nämlich hier die Nacht verbringen hier. Oder? Der Mond ist fast voll. Ja, miteinander. Warte mal, ich muss das Ding mal auf Deutsch. Kann ich das Spiel nicht auf Deutsch umstellen? Klar, meins ist auch auf Deutsch. Nee, ich habe das auf Englisch. Meins ist irgendwie auf Englisch. Kann ich das nicht auf Deutsch? Warte mal, ich kann das doch bestimmt. Kannst du nicht irgendwo die Sprache umstellen? Schon eigentlich. Auf Start und Einstellung müsste das eigentlich gehen, oder? Wie gesagt, meinst du es auf Englisch? Komisch. Gottmund. Meinst du es auf Deutsch? Warum auch immer. Nee, meins kannst du nicht. Ich kann es nicht auf Englisch umstellen. Ich habe meins auf Englisch stehen, wie gesagt, warum auch immer das Ding jetzt auf Englisch steht. Hey, Baby. So, oh, warum auch immer ich jetzt ausgesehen. Ich bin rausgegangen. Ich weiß es auch nicht. Aus Versehen. Wie? Ach, da unten. Wie du bist rausgegangen. Ja, ja, ich sehe es. Nee, ich habe es erst nicht gefunden. Jetzt ist es auf Deutsch. Wo bist denn du? Ich bin aus Versehen und ich habe falschen Knopf gedrückt unten. Warte mal. Ja, ich hasse das. Weiterspielen. So, ich müsste jetzt eigentlich weiterspielen können. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt hier nochmal einladen kann, so. Keine Ahnung. Du bist irgendwie mich auch nicht mehr auf der Yacht. Nee, ich bin auch nicht auf der Yacht. Ich bin aus der Sinne, ich habe falsch auf den Knopf gedrückt. Ah, ich hasse das. Ja, weil du zu hastig bist. Nee, weil ich mich einfach gedrückt habe. Ja, weil du zu hastig bist.